Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA Champions League mit dem VfB Stuttgart. Hinspiel 1 zu 1. Die anderen Ergebnisse: Bayern 2-1 und 3-2 gewonnen gegen Atletico Madrid, sind damit weiter. Real 2-1, 3-1 gegen Olympique Lyon sind auch schon weiter. Das heißt nur, wir und Monaco werden spielen. Rom 3-0, 3-2, super. Liverpool gewinnt durch Auswärtstorregel. Alter, Barca 3-2 zu Hause gespielt und jetzt 0-1. Das heißt, Barca ist draußen, Liverpool ist weiter. Manchester United 4-1 insgesamt. Und Ajax schlägt Paris Saint-Germain. Neymar, da wird er flennen. Und jetzt natürlich das Heimspiel. Ich habe ein bisschen Angst. Pferdchen hat Glück gebracht. Spielen wir nochmal mit Pferdchen. Ich hätte vielleicht gleich wechseln sollen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich bin mal so ein bisschen unsicher. Weil mein Ziel war es, in die Gruppenphase zu überstehen. Haben wir gemacht. Heute Auf sollten wir Platz 1 insbesondere sogar. Mario Gomez im Blick behalten. Und Als jetzt bester ist hier Torjäger nur der noch UEFA Krönung der Champions League Krönung. wird natürlich auch in Ich diesem hätte Spiel niemals wieder eine gedacht, dass Menge von wir ihm erwartet. Schauen wir mal, ob er tatsächlich diese Erwartungen erfüllen kann. ins Achtelfinale kommen. Ich hatte schon gedacht, so Trottel, Hallo und herzlich boah, willkommen, liebe Fußballfans, zum verabschieden uns Hinspiel der schön. Achtelfinale der UEFA Und jetzt gegen Champions League. Cristiano Wolf Ronaldo Fuß 1 und zu 1 Frank im Buschmann Hinspiel. heißen Ihre Leute, wir Kommentatoren. haben Wir freuen uns Juve auf ein hochklassiges teilweise Spiel und werden an die genau Wand beobachten, wie gespielt. beide Teams die Aufgabe Und angehen. waren so blöd, das Tor Heute zu heißt machen. es VfB Stuttgart Mit gegen dem 0 zu Juventus 0 Turin. sind wir weiter. Denkt immer Da sehen wir dran. die heutige Aufstellung der Stuttgarter. 2 zu 2, wir sind draußen. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb und jetzt die Chance. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht So, lieber platziert. so ein Ball ins Aus Einwurf oder, Juve. naja, ich wollte hier nicht ins Aus spielen, aber lieber so ein Ball nach vorne als Alexandro, jetzt. dann so einen Jetzt Konter zu Douglas fangen, Costa. Jetzt was ich auch ganz Alexandro. gerne mache bei FIFA 19. Jetzt die Flanke von Cristiano Ronaldo. Da fängt er Hammer. die Flanke ab. So. Im Hinspiel haben wir ja ein schnelles Tor gemacht. Danach leider die Chancen alle ausgelassen. Und natürlich so ein richtig Gentner. dreckiges Fallrückzieher-Tor Jetzt kassiert. wird's gefährlich. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Nein. Jetzt wusste ich nicht schießen, passen oder 1 Million Euro gewinnen. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Schöne Ballstaffette. Ah. Gibt keine Ecke leider. Gute Aktion von Bonucci. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Augo. Ja, setzt gut den Körper ein. Gute Aktion, gut geklärt. Das war ärgerlich. Khedira. War nämlich blöd gespielt. Das war jetzt eine richtig, richtig gute Chance. Und nun Matuidi ahnt Nächster hier diesen Ballgewinn. Pass. Weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Mario Gentner Gomez. Gomez. Sehr gutes Tackling. Das war Schade. wichtig. Er ist da, Okay. kann den Ball Weiter, hier weiter, klären. weiter, weiter, Leute. Und Cuadrado. Cristiano Ronaldo. Juventus über außen. Da wäre Platz. Ich brauche aber jetzt nicht wieder so ein Spektakel Die wie gegen Mitspieler Manchester wollen ihm City, helfen. dieses 3 zu 2. Lieber so ein 0-0-1-0. Ballverlust. Lieber ruhig als so ein Geschrei wieder. Da ist jetzt Platz. Boah. Naja, schön gemacht. Flanke jetzt. Der ist gut. Und Tor! Der ist drinne. Der Und mit ist dem Tor drinne. sind die Erik, Stuttgarter Tommy, automatisch 1-0 VfB Spielführer. Stuttgart. Noch ist das Ich nicht rast entschieden. gleich aus. Aus dem Halbfeld. Gucken wir nochmal drauf. Hier ist der Kopfballtreffer. Er ist gut Richtig hochgestiegen und trifft den Ball schön, natürlich richtig perfekt. geil. Da steht er in der Luft, macht das 1-0. Jetzt hat er noch gemeckert. Drei Spiele, richtig geil von Tommy. Danach kam nichts mehr. Jetzt ist er wieder da. So, da hätten wir also das 1 zu 1 zu 0. Mal 0. sehen, wie es hier weitergeht. Damit wären wir im Nur Moment Bonucci. weiter. Im Und Moment Ronaldo. sind wir in der nächsten Runde. Juan Cuadrado jetzt. Und Sehr Juve gut hier wird von jetzt Chiellini. aufmachen müssen, zweite Halbzeit. Heißt, für uns bleiben
dann schöne Gelegenheiten zu kontern. Schönes Zuspiel. Douglas Costa. Jetzt kann er flanken. Den hat der Torwart, oder? Sehr schön. Sehr schön. Und das war's. Ja, nicht jeder Ball so nach vorne. War jetzt zwar gut gedacht, aber nicht das, was ich vorhatte. Eigentlich. Okay. Der lange Ball soll zu Ronaldo. Da kann er klären, gut aufgepasst. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Na, Ballverlust. Mario Gomez. Gomez Gonzalez. Da, jetzt spielen. Genau die Sekunde zu spät gewartet. Jetzt Bonucci. Okay, lass es spielen. Es bringt uns Zeit. Und jetzt Kedira. Er passt ihn auf den Flügel. Einwurf für Juventus Turin. Wie für er? Die angeschossen. Oha. Zu schnell gelegen. Ball kommt rein. Das war knapp. Oha. Ich dachte schon. Uff. Genau das wollte ich deswegen nicht mehr machen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Klasse Pass. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Zweimal ihn angeschossen. Tommy. Augo. Der ist böse, der ist böse. Aber jetzt ist der Ball weg. Kedira. Okay, vorbei. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. So, lieber Einwurf jetzt für Juventus. Den Ball nach vorne. Aber nicht immer ins Ausmaß. Warum schieße ich den mal so weit nach rechts? 33 Minuten gespielt. Und nun im Moment werden wir weiter. Juve wäre draußen. Ronaldo wäre draußen. Messi ist auch schon draußen. Heißt, die zwei größten Weltfußballer wären gar nicht dabei. Oder Weltfußballer ist Modric dieses Jahr, aber ihr wisst, was ich meine. Die größten Fußballer aller Zeiten für mich sind die beiden. Den Ball erobert, obwohl natürlich da frühere andere Zeiten genauso Megaspieler das waren. Auch ein Beckenbauer war ein Megaspieler. Wäre ja auch so ein Cristiano Ronaldo gewesen. Wobei, ich glaube, heute ist mehr Vermarktung. Da ist ein Stürmer besser zu vermarkten als ein Spieler aus dem Mittelfeld oder Abwehr. Kurze Ecke jetzt. Cristiano Ronaldo. Lass uns tricksen, da genau. Und hält den Ball. Wir haben Zeit. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Das war scheiße. Jetzt wieder könnte er den Ball reinbringen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Einfach tricksen lassen. Lassen machen, was er will. Soll er drei Übersteiger machen, sich freuen. Pass, weg ist der Ball. Und dann kommen die Grätsche mehr haben. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Ja. Gutes Technik. Wohl, Mann. Shit. Augo. Dachte schon, Ball ist weg. So, Nachspielzeit. Nein, da unten den wollte ich. Ballgewinn hier von Juventus Turin. Ja. War richtig. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. So, auf dem Boden sitzen nervt mich. Controller sollte schon wieder aufgeladen sein. Und zumindest Janis. Zwei Striche jetzt. Oder ein. Und nun Kedira. Er schießt. Schon gleich viel bequemer. Für Juventus jetzt mit diesem Eckball. Noch eine Ecke. Wenn wir einen Ausgleich kassieren, würde es im Moment Verlängerung bedeuten. 1:1 bedeutet Verlängerung. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Das heißt, wir können uns nicht ausruhen. Knappe Pausen. Monaco führt schon wieder zur Halbzeit. Hinspiel auch, dann haben Ausgleich kassiert. Ein knapper Gesamtrückstand für Juve also in diesem UEFA Champions League Rückspiel. Es bleibt spannend. Noch ist für Turin alles machbar.
Er überzeugt heute als Passgeber. Pjanic. Jetzt sind sie am Ball. Ach. Joao Cancelo. Khedira. Ronaldo. Der ist doch weg, oder? Das im Moment nicht kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Haben wir uns selbst mal den Torwart geprüft? Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Jetzt Douglas Costa. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja. Er jetzt macht heute auf Ballbesitz spielen. Gute Partie, finde ich. Wie lange das? Wie möglich jetzt den ganz Ball halten. Sei denn, wir haben das so. Jetzt haben sie alles fünf in der Hand. Habe ich den falschen Mann jetzt? Ärgerlich, weil wir hätten durchlaufen können. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Boah, der war böse. Douglas Costa, oh, gefährlich. Jetzt Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Jetzt die Flanke von Cristiano Ronaldo. Boah, drüber zum Glück. Boah, ist 4 Meter. Zieler 9 Paraden, Perin 0. Man sieht, nach dem 1-0 kam halt nicht mehr viel von uns. Matuidi. Beziehungsweise eigentlich gar nichts mehr. Aber für uns ist es auch. Wir müssen nicht. Die müssen. Alter, Ziele hatten. Er zeigt einen weiter nach vorne, weiter nach vorne. Weil im Moment betteln wir um den Ausgleich. So, Pjanic für Chiellini. Okay, der ist weg. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. So, erster Wechsel. Da hat auf die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Ich wollte es nicht machen. Augo. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. Und nun Matuidi. Und Ronaldo. Jetzt müssen sie aufpassen. Hereingabe. Nein, das doch weg, nicht. Weg. Die Flanke kam shit nicht so gut rein. Douglas Costa. Ronaldo. Das kostet. Pjanic, das muss es sein. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Der ist weg. Ball so geht ins Aus, gibt Ecke für Juve. Waldstüber für Baumgartl. Jetzt wird Beton angerührt. Der ist drüber. Das halbe ist Stunde. Eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges. Der halbe Ball geht weit Stunde vorbei. Viel zu überhastet. Einmal wieder der Ball ist ausgeschossen. Ich hasse Alexandro am Ball. Das gibt weg erneut Einwurf. Badstube jetzt. Augo. Nice. Nein, er ist zu fest. Jetzt hat er Platz. Badone ist schnell. Nein. Was ist das ist doch für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung Spiel aufziehen. Und jetzt brechen hier alle Dämme. Jetzt brechen alle Dämme. 2:0. Jawohl, wirklich spitze. Der es riecht den Ball flach, nach Viertelfinale. Erst der Pfostenkracher und dann ein wunderschöner Abstopp von Mario Gomez. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jetzt Bonucci. Bedeutet auch, und jetzt es gibt keine ran Verlängerung. Und Pjanic. Es wird in 90 Minuten entschieden. Bei 2-2 klasse wäre Juve weiter. 2-1 würde uns auch noch weiterhelfen. Nächste Chance, Truder. Nächster Wechsel. Nochmal ein bisschen die Uhr runternehmen. Die Davi kommt. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend.
Khedira. Von Ronaldo, außer Übersteigern, habe ich nicht viel gesehen. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Super, ist halt schwer zu verteidigen, aber Torschuss hat auch noch keinen gehabt, oder? Da kommt der Schuss. Boah, den Schuss, da war er gerade knapp daneben. Nee, Khedira. Ich dachte schon. So direkt so, hey du Arschloch. Ich zeig's dir jetzt. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Schuss. Nächster Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ja. Der Ball geht weit auf Mario Gomez. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Aber es bringt alles Zeit. Jeder Abschluss, den wir haben, bringt uns Zeit. Auch jetzt wieder. Klasse Aktion, Ball ist okay. Wenn ich den Ball jetzt nicht so schnell verloren hätte, Viertelstündchen haben wir noch. Sieht man's, die Uhr läuft für uns. Oh, einfach weggecheckt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Der Pass von Matuidi. Und da ist der Ball wieder weg. Wieder Ronaldo den Ball abgelaufen. Oh, wäre durch gewesen. Ball, klasse. 10 Minuten noch. Costa. Jetzt Douglas Costa. Und die Flanke geht Richtung Torwart Ronaldo. Hatten. Aber klatschten wieder zurück. Klasse. Was war das denn? Pjanic. Boah, auswärts. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Ganz knapp vorbei. Das ist dieser Kuppelball, wie ich meine. Ich kann nicht einfach mal flach rausspielen, ohne dass es gefährlich wird. Ich verstehe es nicht. Toller Pass. Donis. Schieß doch. Alter, noch 7 Minuten. Davor die Parade, die war natürlich Junge braucht 2 Tore. Bernadeschki. Jetzt eine gute Flanke. Aber das bringt Zeit. Das da passt auf. Er hat wieder den Ball verloren. Geil. Die da unten ist der nächste, der läuft. Schön dazwischen. Warum ist es halt nicht schnell genug? 6 Minuten sind noch zu gehen. 6 Minuten noch. Und Juve wird nervös. Die schießen jetzt nur noch die Bälle hier kreuz und quer. Geil. Die Baller. Wir haben sie am Rande der Niederlage. Neben Lionel Messi ist Cristiano Ronaldo unumstritten der beste Spieler der Welt zurzeit, oder Buschi? Da zieht er ab. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Das war knapp. Ronaldo ausgewechselt. Ja. Wollte der nicht gewinnen? Ja, auch schon kein Bock mehr, oder was? Gomez! Jetzt Gomez! Und davor macht er das Tor. Aber Leute, es ist jetzt die 90. Minute. Das Ding ist auch durch, oder? Jetzt der Eckball. Da können Sie ich bin immer noch nervös. Weil noch. Solange der Schiri nicht abgepfiffen hat, kann hier alles passieren. Da kommt der Schuss. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. 2 Minuten noch. Er will jetzt den Ball. Aogo. Und er gewinnt den Zweikampf. Ah, der ist weg. Einwurf. Und das könnte. Ja! Das Spiel ist aus. Der Endstand also 2:0. Wir sind weiter. Top, das war's. Wir also sind also weiter. Wir wie geil ist das denn? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Die bessere, die stärkere Mannschaft. Ich bin super glücklich. Absolut verdient, der Erfolg.